Hallo ihr Lieben, so, Feierabend für heute. Ich hatte heute genug Ärger und Stress. Zumindest hat sich das mit den Finanzen wieder halbwegs geregelt. Mit der Ukraine, das ist natürlich immer noch furchtbar. Und ach ja, reden wir erstmal jetzt nicht drüber. Ich muss nachher nach Aachen fahren, treffe ich mich nochmal mit dem Netzwerk Ella, beziehungsweise mit Solvodi. Wir haben nochmal ein Gespräch bezüglich einiger Probleme, die immer noch bestehen, im Sinne ja, meiner Vergangenheit, wie ihr ja wisst, dass wir das hoffentlich endgültig klären können. Und dann gehe ich auch zum Hauptsitz der Sparkasse und werde da die Problematik auch mal ansprechen, dass ich hier mit der Filiale in Kohlscheid eben momentan wirklich nicht zufrieden bin. Und ja, obwohl eben über die Situation informiert wurde und mein Konto nicht überzogen ist in dem Sinne, ich eben das Gefühl habe, dadurch, dass die Mitarbeiter davon wissen, womit ich mein Studium finanziert habe im letzten halben Jahr, beziehungsweise vor einem halben Jahr, dass ich da eben geschnitten werde von der bestimmten Mitarbeiterin, und das werde ich auf jeden Fall ansprechen und halt nachfragen, ob ich eben eine neue Betreuerin haben kann, was ja eigentlich auch kein Problem sein dürfte. Weil bisher war es eigentlich immer so, dass die in Kohlscheid eher unfreundlich waren bei der Sparkasse und die in Aachenstadt, in der Hauptfiliale, halt sehr nett. Und die würden dann auch nie sagen, ja, sie sind so ein unwichtiger Kunde, bitte belästigen sie uns nicht und so, ne? Und das habe ich ja alles schon erlebt in Kohlscheid. Und das ist dann natürlich, ja. Also wenn man dann fragt, ja, sind jetzt die 200 Euro abgegangen, und die sagen halt, ja, 200 Euro interessieren uns nicht, wir betreuen hauptsächlich Geschäftskunden, dann denkt man sich halt schon, ja, das ist halt wirklich dann so ein super Service, ne, halt nur für Leute, wo was zu holen ist. Wie dem auch sei, ich habe von einer guten Freundin zur Aufmunterung tatsächlich von der lieben Katja Krasavice zwei Boxinhalte zugeschickt bekommen, die sie nicht interessieren und die sie nicht haben möchte. Ich hatte ja die Box dann nicht gekauft, eben weil ich dann nicht noch für so einen Blödsinn, was es ja im Endeffekt ist, also es ist halt nur so ein Fan-Ding, Geld ausgeben wollte. Und sie hat halt gesagt, sie möchte die zwei Produkte nicht haben, und sie hat sie mir zugeschickt. Und deshalb dachte ich, dann unboxen wir die mal, um ein bisschen die Stimmung hier zu heben. Was haben wir hier? Hier ist der Briefumschlag an die liebe Frau L.B. Kenne ich nicht. Kennt ihr sie? Ich weiß nicht, wer immer. Erstmal aufreißen. Oh. Ja, ich glaube, das kann ich so gar nicht zeigen. Also das ist offenbar der Kalender. Ja, dann schaue ich mal rein. Aber von der Qualität her, ne? Also, ich sag mal so, eher bisexuell. Ich meine, hauptsächlich war ich bisher mit Männern zusammen, aber ich fühle mich eben auch von Frauen angezogen, durchaus. Ja, gebe ich auch offen zu, ob man das jetzt auslebt oder nicht, das ist jedem selbst überlassen, aber ich sag mal so, bei Katja ist es bei mir so, ich finde sie eine sehr, sehr schöne Frau, aber sie ist eben wirklich, also es ist halt, es ist jetzt keine Frau, wo ich jetzt sagen würde, finde ich süß, würde ich mich halt verlieben oder so, ne, weil sie ist halt, es ist halt gemacht alles, ne? Wenn dann vielleicht in den Charakter, wenn man sie besser kennenlernt, und sie hat ja auch schon sehr interessante Interviews gegeben und so. Aber das Äußere ist halt, ja, das ist halt diese übliche Botox-Barbie, ne? Ich meine, sieht super aus, finde ich auch gut. Könnte ich mir zum Beispiel, also, warum nicht, ne? Ich selber habe mir auch schon damals, als ich so unzufrieden war, Gedanken gemacht über OPs und so. Verurteile ich nicht, aber für mich ist halt so, also so für Verlieben und so ist das, man guckt sich das halt gerne an, ne, aber sowas hier zum Beispiel, ne, das ist halt, das sieht super aus, top gestylt, top Wimpern, aber ich meine, das ist wirklich ein schönes Foto und das fühlt sich auch gut an, wenn man so über die Seiten streicht, ne, also so richtig top Qualität ist das, das muss man ihr ja lassen, also sie haut keinen Mist raus, sagen wir es mal so. Dann gucken wir mal auf den März. Das ist ja der jetzige Monat. Ja, da sitzt sie halt auch. Das Ding ist halt, die Frisur ist halt immer gleich, ne? Da sitzt sie halt auch in diesem ja, Thron, sagen wir es mal so. Also die Bilder sind schön.
Aber ich sag mal, zwei Personengruppen werden enttäuscht sein. Erstmal die Männer, die eben, oder die Frauen, ne, je nachdem, worauf man steht, die eben wirklich mit einem Nacktkalender gerechnet haben, weil sie ja immer gesagt hat, ja, das wird halt so, dass man es nicht auf YouTube zeigen kann, ist nicht so. Also ich halte es trotzdem zu, aber man sieht keine Nippel, man sieht keine Pussy, man sieht nichts, was irgendwie nicht. Also jeder 15-Jährige, der sich ein Porno reinzieht, sieht am Tag 20 Mal schlimmere Sachen. Ne? Also dafür braucht man jetzt nicht diesen exklusiven Kalender zu kaufen. Also es ist ein Produkt für Fans, würde ich sagen, aber sowohl die Pornoschiene, also wer jetzt nach der Pornoschiene sucht, als auch eben diese Kunstschiene oder ja, die wird auch nicht wirklich bedient, weil es ist immer dieselbe Frisur, ne? Ich meine, es sieht geil aus, es sieht pompös aus, die Möbel sind halt top, ne, wie in Versailles im Schloss so, ne? Aber es ist jetzt weder künstlerisch besonders anspruchsvoll, noch finde ich es eben pornografisch oder was man ja eigentlich. Also ich hatte erwartet, dass es wirklich in die Richtung Pornografie geht, aber geschmackvoll und aber künstlerisch und sehr, wie sagt man, ja, wirklich für jeden Monat eine andere Frisur und dann auch ein Setting, was zu dem jeweiligen Monat passt. Also so eine Mischung aus Kunst und Porno hätte ich eigentlich von Katja erwartet. Und das ist es definitiv nicht. Also da liegt sie jetzt schon wieder mit derselben Frisur in einem luxuriösen Bett. Das hatten wir jetzt auch schon x-mal. Ja, jetzt mit einem Teddybär. Ja, ich weiß auch nicht. Also, wenn ich es nicht geschenkt gekriegt hätte, hätte ich mich wirklich geärgert, das zu kaufen, muss ich ehrlich sagen. Die letzte Box war super mit dem Handtuch. Aber dieser Kalender, Leute, jetzt sitzt ihr in so einer Sporthalle. Also, wenn ich jetzt ein Typ wäre, würde ich mir da auch keinen drauf gönnen, ne? Also, ist halt immer das Gleiche, eigentlich. Halt ein anderer. Ich meine, es ist hochwertig gemacht und sie ist wunderschön und alles, aber man hat halt irgendwie auch das Gefühl, weil guck mal, das Make-up ist doch auch immer das gleiche, oder nicht? Also man hat halt das Gefühl, die hatte da ein Set gebucht und hat das halt an einem Stück abgeknipst für alle Monate, ohne irgendwie. Nee. Nee, Leute, seid mir nicht böse, aber bis jetzt bin ich super enttäuscht. Also Gott sei Dank habe ich dafür nicht bezahlt. Trotzdem danke an meine Freundin Christine, die mir das geschickt hat. Ja, Leute, guckt euch. Jetzt sitzt sie hier am Klavier. Also ich will es jetzt eigentlich auch gar nicht mehr zeigen. Es ist halt immer dieselbe Frisur, dasselbe Make-up. Es sieht halt aus, als hätte sie sich eine Villa gemietet für einen Nachmittag. Und da hat sie halt die ganzen Fotos halt eiskalt durchgezogen. Klar, sie ist ein Profi, jede Pose sitzt. Und sie hat auf jeden Fall sage ich jetzt mal, chirurgisch perfekt geformten Körper, wenn man so will. Aber die Fotos, Leute. Das ist ja 0815, oder? Also die Posen. Also das macht ja jeder Bulgarenpuff. Nur mit weniger Klamotten an. Also dafür braucht man dann nicht 40 Euro oder 50 für so eine Box auszugeben. Da kann man bei acapulco.de, es ist jetzt erfunden, aber gucken, ne? Und die Frauen da sehen genauso aus, aber zeigen noch mehr. Also sorry, ich bin halt eiskalt ehrlich, ne? Gut, das Foto finde ich eigentlich ganz ästhetisch. So mit dem Hut. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nichts, was einem jetzt sagte, was einen von den Socken total haut. Also, und das ist halt der Dezember. Da sitzt er halt mit so einer Sektflasche auf dem Kackhaus. Also, ja, weiß ich nicht. Wer sitzt denn mit einer Sektflasche auf dem Kackhaus, Silvester? Also, weiß ich nicht. Wer jetzt Diarrhö hat oder so, Verdauungsprobleme, dann ja, aber ansonsten weiß ich nicht. Da hätte man vielleicht auch ein schönes Feuerwerk. Oder, gut, das ist jetzt ja heutzutage mit Umwelt auch nicht mehr so, aber ich meine, oh, jetzt verliere ich noch meine Brille. Ich weiß nicht. Also ich bin nicht überzeugt. Also für, gut, das ist natürlich wieder schön verarbeitet, Pussy Power und so und eben ja, die Qualität. Leute, also die Fotos, das sieht recht lieblos abgeknipst aus. Ich meine, die Qualität ist besser als beispielsweise bei Shirin David, obwohl die Fotos dann natürlich etwas seriöser sind. Und, also, was heißt seriöser, aber nicht ganz so freizügig natürlich wie bei Katja. Aber ich sag mal so, ohne da jetzt moralisch drüber zu urteilen, sowohl die Männer und Frauen, die eben die Katja halt sexy finden und sie eben als Sexobjekt oder als
Frau irgendwie haben wollen, für die ist es nichts, weil es einfach viel zu wenig freizügig dafür ist. Und für die, die eben einen coolen Fankalender mit ein bisschen was Kreativem und Anspruchsvollen erwartet haben, für die ist es auch nichts. Also es ist irgendwas ganz Komisches dazwischen und ich sag mal so, mich holt es nicht ab. Ich hätte da wirklich mehr erwartet. So, jetzt gucke ich mir noch den zweiten Inhalt an. Da hat Christine wohl schon reingeguckt. Diese Pussy Power, was weiß ich, was das ist. Powerbank, glaube ich, habe ich in den Videos gesehen. Ach guck, ne, das ist ja wenigstens was, was man benutzen kann. Ist halt so eine Powerbank. Kannst du dir halt ans Handy dann machen. Ist halt jetzt auch. Also dafür, dass es gratis ist, freue ich mich darüber. Hätte ich dafür wirklich so viel Geld ausgegeben und da war ja auch noch so eine Taschenmumu mit in der Box, ne, für die 40, 50 €. Und da sage ich mir halt echt, also ich finde halt, sie weiß doch auch, dass sehr viele, sagen wir mal, auch Frauen und zum Teil auch Minderjährige diese Boxen kaufen, weil sie halt feiern. Dafür, dass sie sagt, ich bin emanzipiert und ich mache mein eigenes Ding und so. Blabliblub. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die Box P18 ist, aber selbst wenn sie es ist, das Ding ist halt, Frauen können halt mit einer Taschenmumu einfach nichts anfangen. Also, versteht mich jetzt nicht falsch. Mit einer echten dann vielleicht noch eher, aber mit so einem Taschending. Und seien wir ehrlich, wenn ein Mann jetzt nicht ganz ekelhaft ist, dann benutzt er das Ding auch nicht mehr als ein oder zweimal und dann fliegt das in den Müll. Und dafür dann, also für so einen Kalender mit recht lieblosen Bildern, für so eine Powerbank. Ja gut, hier sind dann noch die Aufsätze. Ja, damit kann man schon was anfangen. Der Kalender ist auch ganz nett. 15 € für beides zusammen wäre auch noch okay. 20 € für die Box mit der Taschenmumu drin. Für die Fans gönnt euch. Kann man ja auch hinstellen als Kultobjekt, auch wenn man es nicht benutzt. So, ne? Aber also ich finde halt. Also insgesamt. Ich finde halt, also wenn man schon auch so eine Box macht mit Sexspielzeugen, ohne jetzt wieder moralisch zu werten, ne, gibt ja wirklich viele Menschen, die sowas kaufen, auch als Partnerspielzeug. Wenn man das jetzt in der Ehe benutzt oder so, ich fänd es jetzt auch für Katholiken gar nicht mal verwerflich oder so, wenn man jetzt verheiratet ist und es eben in einem richtigen Rahmen halt mit einbezieht in den Sex und das nicht darauf beschränkt, warum sollte man dann nicht mal ein bisschen experimentieren? Ne? Das ist ja in dem Sinne nicht verboten. Aber ich finde halt, man sollte dann schon, also für beide Geschlechter, was in die Box reintun, ne? Weil, wenn es halt so eine Überraschungsbox ist und die Frauen oder Männer kaufen das dann und dann ist da halt ein Vibrator drin oder eine Taschen, Punkt, 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 dann ist man natürlich sehr enttäuscht, weil man, selbst wenn man vielleicht mit dem anderen Produkt auch nichts anfangen würde, man könnte, ne? Und so ist es halt, man fühlt sich halt total so, ja, ein bisschen veralbert, so, weil, und deshalb, also wenn man schon sowas reintut, finde ich, dann sollte man das auch dann nach Männchen und Weibchen staffeln und dann auch jeweils die jeweiligen, also die Produkte anpassen oder vielleicht für Pärchen was machen, ne? Wo vielleicht beide was von haben. Ja, ich weiß gar nicht, was da noch der Boxinhalt war. Ja, die CD und noch irgendeine Bonus-CD oder so, aber das war es dann auch schon. Ja, die hat sie behalten. Aber die braucht man ja eh nicht, weil das kann man ja auch auf Spotify oder auf Amazon Music hören. In dem Sinne, ja, diese Box fand ich sehr, also was heißt sehr enttäuschend. Ich finde es schon okay. Und ich feiere Katja auch weiterhin. Aber also ich fand die letzte Box war wirklich cool. Da hat auch Männlein und Weiblein gleichermaßen was von gehabt, so, ne? Mit dem Handtuch und dann gab es noch dieses Poster, so die, für die Tür und ja, das war auch was für die jüngeren Fans, jetzt abgesehen von dem Hauptinhalt, der ja auch wieder etwas sexuell angehaucht war. Aber gut, da muss man natürlich auch sagen, man weiß, wo Katja herkommt, man weiß, was man kauft, wenn man eben diese Box erwirbt, also dass man da jetzt nicht Weihwasser drin hat. Das weiß man ja. Ja, gut, Leute, das ist erstmal mein erster Überblick zu dem Thema und ich probiere jetzt mal die Pussy Power Bank aus. Ja, in diesem Sinne, Leute, Peace out, ich bin draußen.